Seid herzlich gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Resident Evil Revelations 2 und der Episode 2a praktisch, also A und B sozusagen, mit A, mit Claire und Moira. Ja, einfach mal reingehen. Und hier sind die Medaillen, die sind alle halbwegs selbsterklärend und ich habe die alle geklickt, ohne es gemerkt zu haben. Also mehr oder weniger. Also waren alle halbwegs einfach. Naja, was heißt einfach? Also jedenfalls keine größeren Probleme damit. Also ist alles erklärt hier. Also selbsterklärend in dem Sinn. Und ich habe die alle. Hatte die plötzlich alle. Gut. Und ja. Und einfach mal rein hier. Oder? Ja, gut. Okay, gleich geht's los. Und wir wollen uns mal anschauen, was wir da machen. Also ich mache ja nicht Let's Play in dem Sinn, sondern Let's Show. Also ich zeige... das muss ich abbrechen, weil da bricht mir immer... Da stürzt mir der PC ab. Also komischerweise. Weil, ja, keine Ahnung. Okay, jetzt kommt noch ein Video. Das brechen wir jetzt auch ab. Also Episode 2 Contemplation. Episode 2 Betrachtung. Und jetzt kommt, der Franz Kafka, meine Fresse. Ja gut, und das brechen wir jetzt auch ab. Also die fliegen jetzt, oder? Ist mein Leben geil. Lassen wir jetzt auch mal weg hier. Und mal gucken. Also ich weiß jetzt, wie es geht und erkläre es jetzt, wie es geht. Let's show. Wenn es denn mal losgeht hier. So. Na nö, jetzt aber komm her. Ach, im Wald aufgewacht. Ach tatsächlich, das ist die Episode. Eine Art runtergekommenes Gefängnis. Gabe. Gina ist tot. Ach, Scheiße. Thompson ist auch tot. Ja, aber ich habe seinen Arm reif. Eddie hätte gewollt, dass ich rausfinde, wie er funktioniert. Du hast echt seine Hand abgehackt? Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Komm, sehen wir uns im Gebäude um. Ja, gut. Achso, das ist jetzt die Episode in dem Dorf an der Küste, Küstendorf oder so. Da drüben ist der Strand. Kann man jetzt hier sogar sehen. Ah ja, gut. Okay, kleine kurze Pause. Moment. Also, wir müssen uns jetzt hier erstmal umsehen. Im Wesentlichen musst du, da oben ist ein Schalter, der kommt später zum Zuge. Du musst jetzt also hier mal reingehen. Warte mal, leere Flasche muss ich sammeln, die brauche ich. Das ist die Güter. Jetzt kommt die Tante. Man kann natürlich. Was wollen Sie? Einen Moment kann ich jetzt nichts. Kann ich nicht. Die ist fast zusammenhauen. Ich muss euch das Labyrinth scheuchen und sehen, wer wieder herauskommt. So eine Bratpfanne. Das Labyrinth ist in diesem Fall ein besonderes Virus, das ich jedem von euch injiziert habe. Was? Kann im Moment nichts machen. Also. So. Ich bin keine Laborratte. Also, jetzt also umsehen, also ein bisschen rumgehen. Man kann auch oben rauf gehen und jetzt kommen Gegner, die muss man einfach umhauen. Denk einfach nicht drüber nach. Rick, begleite mich. Und am Schluss wird der eine. Ja. Komm! Also wir müssen jetzt alle umhauen. Nee, schmarrn. Also umsehen, da ist eine Werkbank. Und oben ist dann der Schalter, der kommt später zum Zug. Das ist die Sirene. Wenn es heißt Sirene abschalten, dann müssen wir hier den Knopf drücken. Das geht jetzt im Moment noch nicht. Das ist da oben die Sirene dann. Aber wir müssen jetzt erstmal mit dem Kollegen mitgehen. Mit dem hier. Ich muss dir da drüben was zeigen. Also da unten ist der Strand und da hinten ist der Hubschrauber. Und wir müssen. Ich hoffe, Fischer geht's gut. Wir müssen zwei Teile. Neil war bei euch? Teile finden. Ja, wir wurden auf dem Weg hierher getrennt. Also da ist der Hubschrauber. Den müssen wir jetzt reparieren. Da fehlen Batterie und Benzin, oder? Hallo, oder? Ja. Glaubst du, du kannst den fliegen? Wenn er repariert ist. Aber er hat nicht genug Saft. Brauche Hilfe. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff.
Da ist eine Militärkiste. Und wir genau, was wir brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung ja. Hilf mir suchen. Da ist die Kafka-Zeichnung, da ist die Militärkiste und jetzt müssen wir die zwei Sachen finden. Muss hier A drücken, Treibstoff und Batterie. Und jetzt müssen wir wieder zurück und das eine ist rechts und das andere ist links. Ich hole zuerst das, ich glaube die Reihenfolge ist wurscht. Aber es sind ja oben auf der Minimap die zwei blauen Punkte. Also ich gehe jetzt rechts rein. Jetzt kommen natürlich Kollegen. Rechts rein. Wir sind nicht allein hier draußen. Gleich hier ist die Tür, müssen wir aufbrechen. Ein da Treibstoffdepot. Brauchen wir aber. Der Eingang ist blockiert. Die bohren mal. Entschuldigung. Bohrmaschine, wo ist die? Wir gehen jetzt hier weiter und dann hören wir den schon. Da durch und dann wieder links und da ist der mit der Bohrmaschine. Da, der ist immer da. Da und jetzt zeigt er uns, wie das funktioniert. Erschreck mich nicht so, Claire. Also hier. Jetzt müssen wir warten. Das ist der komische Turm da, oder? Da oben. Kein Riesenroboter, das ist ein Turm, oder? Also wo wir dann rein müssen auch. Also jetzt müssen wir warten, bis der das aufbohrt. Der und reingeht. Guck nach, ob drin was Brauchbares. Also da drin ist ein Tagebuch oder irgend sowas. Das kann man sich schenken. So, und jetzt müssen wir den hinlotsen. Dein Bohrer jetzt gebrauchen. Bereit für ein paar Abrissarbeiten? Zu der anderen Tür. Sag mir nur, wo es lang geht. Jetzt müssen wir den wieder zurücklotsen zu der anderen Tür. All die Weile, die hier sein tut. So, und jetzt hier warten. Jetzt kommen da. Komm her. Jetzt, und der bohrt ist auf. Dann kommen aber Gegner, die müssen wir umhauen. Hier richtig? Genau. Okay, halt hier so richtig. Stand. Jetzt kommen Gegner. Humpelt hier. Kommt. Oh, da sind sie wieder. Was? Kommen Gegner. Und wenn du S sagen willst, solltest du lieber nicht schießen. Ich habe jetzt auch gar keine Waffe. Weil wenn man daneben schießt, ist es schlecht für den S-Rang. Also Präzision nennt sich das. Und wenn du aber nur das Messer benutzt oder Molotow-Cocktails, hast du automatisch mehr oder weniger schon fast 100% Präzision. Wenn du nur das Messer benutzt. Okay. Oder so. Jetzt müssen wir da hinten das holen. Achtung, da kommt gleich einer um die Ecke. Hier ist einer um die Ecke. So, und jetzt können wir das eine... Ah, jetzt bin ich voll. Jetzt muss ich hier irgendwas... Wir haben den Treibstoff. So, als nächstes jetzt, die Batterie. Jetzt brauchen wir die Batterie. Und dazu gehen wir jetzt zurück zur Kneipe. Da ist die Kneipe mit oben der Sirene, wenn du dich nicht mehr auskennst. Ja, keine Störung. Gut gemacht, Pedro. Ihr Aufenthaltsort ist vielleicht der Schlüssel hier raus. Müssen wir da links hinten. Da ist das Haus hier mit dem Licht. Das Haus, also da ist die Kneipe und das Haus mit dem Licht. Da müssen wir rein, da ist aber zu. Hier. Hier ist die Batterie. Muss man hinten rein. Hier. Die Leiter rauf. So. Da drin steht auch noch einer, oder? Da drin ist auch noch einer. Jetzt runter und da drin ist die, oder? Wenn ich die nehme, kommt aber einer. Also schnell raus. Da rechts steht einer, also schnell raus. Und jetzt müssen wir beides zum Kollegen zurückbringen. Warte, hoppla, falsche Tür. Jetzt müssen wir wieder zum Schraubhuber. An der Kneipe vorbei, bin ich leicht falsch, aber ist ja wurscht. Ja, also hier an der Kneipe vorbei. Und da wieder zum Hubschrauber. So, und dann kommt aber die Sirene, oder? Dann müssen wir die Sirene abschalten.
Achso, jetzt da rein da. Sollte alles sein, was du brauchst. So, jetzt gute Arbeit, kommt die Sirene, oder? Jetzt sind meine Künste gefragt. Schmierige, heli-reparierende Voodoo-Künste. So, ah ja, jetzt kommt die Sirene. Die müssen wir jetzt abschalten. Da drinnen, wo oben der Schalter war, ganz am Anfang. Die Aufseherin. Sie lockt die Kreaturen genau zu uns. Also schnell wieder in die Kneipe. Da ist einer. Verstanden, wir übernehmen das. Es kommt von der Bar. Bitte reparier das Teil. Oben das Ding abschalten. So, und jetzt kommt der Kneipenkampf, oder? So. Und wenn jetzt da keine Fenster zu Bruch gehen sollen für die Medaille, dann muss man halt hier mit dem Gewehr schießen immer. Oder so, oder? Habt ihr das aber irgendwie schon? Oder so. Kann sich da hinstellen mit dem Gewehr immer schießen. Wahrscheinlich, ich hab's irgendwie schon mal gekriegt. Genau. Oder so. Müssen wir jetzt alle umhauen? Also die kommen auch rein, wenn die Fenster kaputt sind, kommen die rein, ist gar. Hoppla. Jetzt schau ich mal, ob wir das rumkriegen. Wie gesagt, für die Medaille. Ja. Ah ja, tatsächlich, wir haben alle Fenster noch ganz. Jetzt kommt, aber jetzt wird der Pedro geschnappt. Das ist so, da kann man nichts machen. Und den müssen wir jetzt umhauen. Der mutierte Pedro, oder? Das ist der mutierte Pedro. Jetzt ist er jetzt suchen wir nochmal, oder? Nee. Ah, jetzt ist ein Fenster kaputt hier, hallo. Fast kaputt, oder? Und jetzt mutiert der Pedro. Während wir hier noch arbeiten. Ist das Fenster jetzt kaputt? Nee. Jetzt kommt der Pedro, jetzt, ah ja. Und alle Augen des mutierten Pedro abschießen oder so, das weiß ich jetzt, habe ich irgendwie schon gemacht, aber keine Ahnung, wie das ging. Oder? Warte. Den müssen wir jetzt umhauen. Ah, warte, hat der jetzt irgendwo Augen oder so? Jetzt warte. Die Augen oder so. Ah, die siehst du, die Augen, also da sind so Art Augen. Und die müssen wir halt jetzt mit dem Scharfschützengewehr oder so, keine Ahnung. Die Fenster sind noch ganz, oder? Jetzt kommen noch, ja, jetzt ist auch klar. Oh, oh. Oh, ja, ja. Und jetzt müssen wir, was müssen wir jetzt? Jetzt müssen wir fliehen, oder? Und zwar müssen wir jetzt da die Leiter rauf. Das dauert aber noch. Wir müssen ein paar umhauen, bis der Kollege die Leiter runterlässt. Da oben. Da wo die, da ist die Leiter. Da muss aber der Kollege. Also wir müssen noch ein paar umhauen. Auf. Ein paar umhauen. Bis der die Leiter runterlässt, oder? Immer noch nicht. Da kommt ein Video. Wenn wir alle umgehaut haben hier. Wo ist denn noch einer? Irgendwo. Da ist er. Jetzt. Jetzt kommt der Kollege. Dann die Leiter rauf. Und zwar sollte man mit der Claire zuerst rauf gehen, weil ich bin schon mal mit der Moira raufgegangen. Und dann geht's irgendwie nicht, weil er sagt auch, Claire, komm her. Claire, komm her. Also zuerst mit der Claire raufgehen. So, die andere rückt nach. Und jetzt müssen wir warten, bis die Moira kommt. Moira, hier lang, schnell!
Genau, also erst mit der Claire rauf, dann auf die Molha warten. So, jetzt geht's da weiter. Folgt mir! Folgt mir. Also warten, bis man dem folgen kann, nicht schon zuerst dahin laufen. So, und das war der erste Teil jetzt, von dem. Und jetzt da runter gehen. Jetzt macht er die Tür. Ich geh hinten rum und öffne die Tür. Auf. Wartet da. So. Sie ist auf. Prima. Wird das halten? Das hoffe ich. Jetzt einfach weiter. Da rein. Warte, Neil. Was ist mit Gabe? Ich weiß, aber hier zu bleiben. Hier A drücken. Also die Booster-Taste. Los! So. Geht aber noch weiter, oder? So, jetzt einfach weiter. Geht nur in eine Richtung. Weißt du, ich bin froh, dass es dir gut geht. Gabe sagte, ihr wurdet getrennt. Ja. Warte, ich warte die leere Waffe, oder? Trainiere täglich. Also, was war das Ungeheuer da eben? Das war Pedro. Die Aufseherin hat uns irgendein Virus injiziert. Das Virus wurde in Pedro aktiv wegen seiner Furcht. Ich glaube, ich habe davon gehört. Ein Virus, das auf Furcht reagiert. Mann, sollen doch Menschen vor Viren beschützen, nicht selbst infiziert werden. Ironie ist echt scheiße. Moira, ich glaube, du kennst Neil noch nicht. Er ist unser Boss. Neil Fisher. Du bist Barry Burtons Tochter, oder? Dein Dad ist bei der BSAA. Wären Sie so nett und erwähnen Barry nicht im selben Satz, Sir? So, jetzt da raus, anders geht's nicht. So, jetzt kommt der zweite Teil hier. Das ist Pedro der. Pedro meinte, das Signal käme von hoch oben. Dort Turm. Muss es sein. Das Turmding. Die Aufseherin ist vielleicht da drin. Finden wir es heraus. Finden wir es heraus? Wir sollten den Morgen abwarten. Bis dann enden wir vielleicht alle wie Pedro. Die Uhr tickt, Neil. So, bitte nicht wenden. Jetzt kommen ein paar Hunde, oder? Oder Schweine, was sollen das sein? Hunde oder Schweine? Wir müssen da rein. Jetzt kommen noch ein paar. Na komm, ja. Da hinten läuft der Kollege rum. Das ist jetzt aber wurscht, oder? So, einfach rein da. Achso, das muss die Moira aufbrechen. Jetzt warte. Genau. Und da zwei Dinger sind, das sind zwei Balken. Also muss sie zwei. Deswegen sollte man vorher die Kollegen umhauen. Siehst du den? Ja, kann ich jetzt nicht. Hoppla. So. So, jetzt können wir rein. So, und wir müssen jetzt die Leiter rauf. Oh oh, da sind sie wieder. So. Heilung! So, und jetzt wird es ein bisschen fies. Was heißt fies? Nee. Oder? Nee. Komm! Ich komme später nach. Mach, dass ihr zum Turm kommt. Kommt schon, ihr Freaks. Packt nicht, wenn ihr könnt. So, wir müssen jetzt einfach mal da rein. Na komm. So. Und jetzt einfach mal durch die Ding durch, oder? Kneipe. Da kommt jetzt wieder so eine Kneipe hier. Und da müssen wir jetzt einfach runter und raus. Man kann hier Zeug sammeln, aber ich gehe jetzt einfach mal runter und hier raus. Weil da kommen auch noch welche. Einfach schnell raus. Oder?
So, jetzt sind wir im nächsten Bereich. Da sind sie. Sei vorsichtig. Jetzt müssen wir durch den Bus durch. Durch den Bus durch. Da ist noch einer. So, jetzt müssen wir das Ding hinterschieben. Dann können wir das Ding wegschieben. So, jetzt durch den Bus durch. Und da rein. Warte. Da rauf, da ist die Natalia. Hat die dann. Ja, ah, wir haben sie im Gefängnis gesehen. Ah, warte. Sie trägt einen Armreif. Glaubst du, sie gehört zum Experiment? Mal irgendwas wegschmeißen. Wenn die Aufseherin auch kleinen Kindern Angst einjagen will, ist das echt pervers. Ich muss leere Flaschen sammeln, weil im nächsten Kapitel mit denen muss ich 5 Sachen herstellen. Und da braucht man leere Flaschen. Die bleiben ja behalten, oder? So, jetzt kommt hier, da ist zu. Und da ist der Schalter. Wir müssen erst zum Schalter. Und da geht's nicht, also gehen wir einfach runter. Hat die eigentlich eine Taschenlampe? Nee. Einfach mal runter. Und darauf und jetzt sind wir beim Schalter gleich. Da ist eine Werkbank, da ist eine Zeichnung. Nee, ist da nicht. Nee, da ist keine Werkbank. Es geht nicht anders. Da ist eine Dingskiste. Jetzt sind wir beim Schalter, oder? Jetzt sind wir beim Schalter. Jetzt kommt ein Gag und zwar folgendes. Wenn ich hier den Schalter schalte, geht die Tür auf, aber nur kurz. Also ich schaff's alleine nicht, da rauszurennen und das zu machen. Deswegen muss jetzt einer hier bleiben. Die Moira bleibt jetzt hier. Und ich gehe jetzt darüber. Kommt die jetzt noch? Nee, warte. Die kommt tatsächlich noch. Jetzt warte, ich muss ja befehlen, hier zu bleiben. Jetzt war, welche Taste war das wieder? Nee, warte, da muss ich anders machen. So, die bleibt jetzt da. So, und ich muss dir befehlen, hier zu bleiben. Warte. Deactivated. Okay. Warte. Deactivated. Okay. Warte. F1 war das jetzt bei mir. Und da habe ich gleichzeitig mein Cheat aktiviert. Also, die wartet jetzt hier. So, jetzt gehe ich da hin. Folgendes, dann wechsle ich zu Moira oder andersrum kann man es, glaube ich, auch machen. Wechsle zu Moira und schalte den Schalter, dann wechsle ich schnell wieder zu der und dann muss ich durch und dann muss ich die Kiste hier reinschieben, damit das Tor offen bleibt. Also, pass auf, ich gehe zu Moira, schalte, dann gehe ich schnell zur Kollegin und muss jetzt schnell die Kiste hinschieben. Wenn man es nicht schafft, muss man es halt zweimal machen. Also, sie bleibt ja jetzt drin. Wenn ich es nicht geschafft hätte, müsste ich nochmal zu ihr wechseln und nochmal schalten und dann nochmal schieben. Also, man kann es auf zweimal auch machen. Verstehst du? Und jetzt muss ich sie herholen. Deactivated. Ja, verstanden. Deactivated. Folge mir. Kommt sie jetzt? Jetzt kommt sie. Gut. Siehst du? So, und jetzt nicht links reingehen, sondern da durchgehen. Links ist ein bisschen Zeug und man fällt wieder runter ins Loch im Boden. Einfach da raus. Und zu der schicken Tür. Einfach mal reingehen. Und Werkbank und einfach mal weiter. Wo ist die hingelaufen? Geht nicht an. Warte! Da jetzt in den Lift rein. Man kann da drüben noch ein bisschen suchen, aber wir wollen in den Lift rein. Und Achtung, da kommen 2 raus. Also du kannst da drüben noch was holen, aber Zeug holen. Achtung, wenn der da ist, kommen 2 raus.
So, in den Lift rein und rauf. Na. So. Einfach. Und jetzt darüber. Hey, warte! Hinterher. Warte! Kommt, wir tun dir nichts. Ein Video. Hab keine Angst. Wie heißt du? Wo kommst du her? Hat die Frau dich hergebracht? Wo sind wir? Mann, locker, Claire. Lass mich mit ihr reden. Du hast bestimmt viel Angst. Hab ich doch auch. Mhm. Ich heiße Moira. Guck, wir sind die Schwestern. Jetzt wird alles wieder gut. Wie heißt dein Freund? Entschuldigung. Ihr seid beide Lottie. So tapfer. Du kannst gut mit Kindern. Komm mit. Okay. So. Hast du es ganz allein geschafft, dich vor den Ungeheuern zu verstecken? Aha. Tapferes Mädchen. Wird alles bald vorbei sein. Moira, hast du das gehört? Ja, noch einer von diesen wandelnden Scheißhaufen. Entschuldigung, ich meine Kothaufen. Da unten. Und du weißt, was wir mit Kothaufen... Psst, da unten ist etwas. So, hier kommt jetzt der abschließende Bossfight. Gut. Einfach alle umhauen. Ist da mein Tipp. Guter Ratschlag, hau einfach alle um. Und in der Mitte, wenn du in die Mitte gehst, kommt der Große da raus. Jetzt warte. Und den auch umhauen. Pass auf! Der hier ist anders! Den müssen wir auch noch umhauen. Der hier ist anders. Ich glaube, das war's. Holen wir das Mädchen. Jetzt müssen wir das Mädchen holen. Die steht noch da oben. Es ist jetzt sicher. Kannst du also hier hingehen, damit dann, sonst bleibt die da oben, sonst kommt die nicht. Also wenn die Luft rein ist, da wieder hingehen. So, und jetzt sind wir fertig. Die muss jetzt durch das Loch durchkriechen. Jetzt warte. Ich muss jetzt hier durchkriechen. Und dann sind wir fertig, oder? Wie die Moira da. Wie die Moira. Wow, guter Service. Und raus aus dem Haus und einfach da weitergehen. Das ist ein süßer Bär. Ist er dein Freund? Lottie ist ein Mädchen. Ich habe sie von dem netten Mann. Welcher nette Mann? Der Terra-Safe-Onkel. Er hat mich gerettet, als ich klein war. Ob irgendjemand von Terra-Safe nicht gefangen wurde? So, das war's jetzt, oder? Jetzt kommt ein Video, das brechen wir ab, weil dann brauchen wir nicht. Die gehen jetzt dahin und gehen in den Turm rein, oder? Ja, der schick aus hier. Ein Riesenroboter. Also das breche ich jetzt ab. Komm her. So, das war's. Also ich habe jetzt hier in der Episode den Ansturm in der Kneipe abgewehrt, ohne dass Fenster zu Bruch gegangen sind. Siehst du? Was haben wir noch? Aus dem Dorf geflohen, ohne Schaden durch den mutierten Pedro genommen zu haben. Das habe ich jetzt aktuell in der Episode geschafft, ja. Der Rest, ja. Gut. Also Schleichangriff, Kopfschuss, Zweitwaffen, Militärküste. Gut, okay. Der Rest ist halbwegs ein. Man muss halt mehrmals spielen, was man hat, bleibt erhalten und den Rest muss man noch ein paar Mal weiter. So, okay, fertig. Und wir haben einen satten S-Rang, weil ich nur mit dem Messer oder mit dem Molotow-Cocktail gearbeitet habe. Da ist die Treffergenauigkeit quasi 100%. Okay, herzlichen Dank und tschüss, bis zum nächsten Video.